And if you never hold, I ain't you bring it home, you might know what the Judas pain. Donna, Donna,
sie gibt heute, ja, würde ich sagen, vielleicht sogar so einen kleinen Ausschnitt schon aus ihrem neuen Programm. Verraten hat sie es gestern noch nicht. Sie ist eine der beliebtesten Sängerinnen in Karlsruhe, bekannt durch viele große Auftritte in Süddeutschland. Zum ersten Mal, glaube ich, in Bad Herrenalb. Aber vielleicht auch nicht das letzte Mal. Wir freuen uns jetzt, glaube ich, alle, der ganze Saal, auf den Auftritt von ihr. Sie haben, es ist ja keine große Überraschung mehr, denn Sie haben ja zumindest die Schuhe schon gesehen. Die roten Schuhe. Ja, damit hat sie alles verraten. Aber jetzt kommt sie mit Gesang und besonders guter Laune. Freuen Sie sich mit mir auf Rea! Ja, ich begrüße Sie, liebe Gäste und liebe Freunde. Ich freue mich ganz riesig, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, so, und jetzt wollen wir mal gleich loslegen und ich würde mal sagen, jetzt geht's los! Seid ihr startklar? Denn jetzt geht's richtig los! Lässt du ab der Augen. Du fühlst, es brennt in dir, hast keine Lust mehr zuzuschauen. Heute Nacht wirst du erwachen, dein Puls fährt tierisch rauf. Du atmest nochmal ganz tief durch, dann geht die Türen auf. Heute Nacht beginnt ein neues Leben, du sagst, endlich sollte der Startschuss fallen, zum größten Augenblick. Du atmest nochmal ganz tief durch und es gibt kein Zurück. Heute Nacht beginnt ein neues Leben, du sagst dir immer wieder, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Wollen auf dich die Gläser heben und singen deine Lieder. Jetzt erst recht, jetzt erst recht. Komm, lass uns diese Zeit genießen, als wäre heute für uns der letzte Tag. Komm, lass uns die drei Worte schwören. Alle sollen es hören, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst immer gern. Stimmt's, meine Damen? Ja? So, aber auch ein Herr ist nicht abgeneigt, der hört auch gerne mal sowas. Wenn ich sage, du bist wie Champagner für die Seele.
einfach weil du bei mir bist. Denn mein Talisman heißt Liebe, alles gut so wie es ist. Auch ohne unsere rote Brille weiß ich, was ich an dir mache. Wie dann mit dir unser Tränen lachen, hab ich ja heute schon gesagt. Vergessen,
damals von deiner Tür. Den ersten Kuss bekam ich von dir. Die Welt schien still zu stehen. Dann gingst du fort und ich war lang. Ich träumte doch oft nur bei dir zu sein. Ich wusste, wir sehen uns nochmal in dieser Leben. In dieser Sommernacht, an deinem Bum-Bum-Bum-Bum-Wand. Und mit einem Schlag war die Dunst meine Ohren. In dieser Sommernacht. Was aus mir fährt nach dieser Nacht.
Thank you.
das sie komponiert hat und getextet. Und singen tut sie es auch noch selber. Also mehr geht ja gar nicht. Gell? Wahnsinn. Komponistin, Textdichterin und der große Name, den ich hier nennen darf, für Sie, lassen Sie sich begeistern jetzt von Erik Borrow. Wenn jetzt mal nicht zum Lachen hin und ich hab mal mein Mann mich küssen, ich mich langweile ganz und gar, dann geh ich in die Bistro-Bar, mein Rum und Coca-Cola. Schmeckt wirklich wunderbar, Rum und Coca-Cola, für meine Seele, oh la la. Und schon mal geh ich weiter hin, fange an, mich aufzuziehen. Er sagt, bitte lass mir meine Ruhe. Er schaut gerade Tatort zu. Ich sage nur, das ist nicht nett. Dein Tatort wäre in meinem Bett. Seh, ich störe ganz und gar. Dann geh ich wieder in Bistro-Bar. Mein Tatort ist geschlossen, mit lieber Rum und Coca-Cola. Schmeckt auch ganz wunderbar, Rum und Coca-Cola. Für meine Seele, oh la la, mit lieber Rum und Coca-Cola. Heute gibt's kein Tralala, Rum und Coca-Cola. Für meine Seele, oh la la. Ich hatte wirklich keine Lust, mein Mann hat natürlich Frust. Ich bin auch verdrossen und der Bistro hat geschlossen. Ich denke mal, da werden wir klar, es könnte werden wunderbar. Gewicht und Teig, den leisen Dreck, vielleicht gibt es doch MDM mit Rum und Coca-Cola. Rum und Coca-Cola, für meine Seele, oh la la, mit Rum und Coca-Cola und ein bisschen Tralala. Rum und Coca-Cola, für meine Seele, oh la la. Und unser Dieter wird Ihnen das jetzt live hier spielen. Das wird viel Freude haben bei diesem Titel. Angel, also Engel, Ihr guter Engel, der heißt Dieter.
begeistern von Hildegard Lassin, den Menschen auf Schalke. Auf Schalke heißt es, glaube ich, so. Ja, ich habe mir gedacht, noch einmal, weil einmal ist keinmal, ich glaube zweimal, könnte sein, dass euch das gefällt. Ich bin, wie man schon gehört hat, von Schalke, ist auch eine schöne Stadt, ist aber der Ruhrpott, ist ein bisschen schwarz vor den ganzen Zechen und ich fühle mich hier im Parterre in allem wunderschön. Wir wohnen jetzt 6 Jahre hier und ich finde, Herrenalb ist wirklich ein Traumurlaub. Die ganze Gegend, alles gefällt mir. Ich bin heute Mittag durch die Schweizer Wiese gelaufen und da ist ja so ein wunderschöner kleiner See mit einer wunderschönen Wasserfontäne und dann habe ich da einen Krach gehört. Ich habe gedacht, ja sag mal, was ist denn da los? Ne? Habe ich da geguckt, dann höre ich immer, da sehe ich 2 Fröschle. Der eine mit einer roten Badehose und dann schreit er immer, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Da sagt er, sag mal, bist du blöd, du bist ein Frosch. Sagt er, nein, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan und hopst da rum und hopst da rum. Da sagt er, wenn du jetzt nicht deinen Maul haust, sagt er, wieso hast du überhaupt eine rote Badehose an? Ja, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Da sagt er, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann schwöre ich dir eine. Zieht er die Badehose runter? Was sagt der andere? Oh, mein lieber Schwan. So. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich noch mal ein zweites Mal so ein bisschen was vortragen. Es war ja in den Jahren, das wissen wir ja alle, 1950, 55, wir hatten sich da schon Urlaub erlauben können. Heute sind wir glücklich, wir haben Tanz, wir haben Kapelle, wir können hier alles erleben, aber damals war das noch nicht so einfach. Und wo man dann mal so ein bisschen Geld hatte, ja, da wollte man ja auch raus, wollte man mal. Naja, vom Ruhrgebiet den Schwarzwald erkunden oder so noch ein bisschen weiter. Und dann hat sich damals das so folgendermaßen mit meiner Schwägerin zugetragen. Sie war die Frau Justizrat Lassar. Sie wünschte sich Sommerferien in den schönen Finsterwalde zu verbringen. Da sie weiß, dass der Andrang immer sehr groß war, immer sehr groß ist, fährt sie einige Wochen vorher dorthin, um sich ein Zimmer nach ihrem Geschmack zu suchen. Sie fand auch das Gewünschte und fuhr befriedigt nach Hause. Da fiel ihr ein, das vergessen hatte zu fragen, ob auch ein Wasserklodett vorhanden sei. Sie bat nun den Dorfschulzen schriftlich um Auskunft und schrieb aber das Wort Wasserklosett nicht aus, sondern schrieb nur WC. Der Dorfschulze las das Schreiben aufmerksam durch, aber trotz eifrigen Nachdenkens brachte er nicht heraus, was das Wort WC zu bedeuten hätte. Er ging zum Geistlichen und fragte um Rat. Nach langem Hin- und Her-Überlegen kamen sie darauf, dass mit WC die erst kürzlich gebaute Waldkapelle gemeint sein müsste. Voller Freude schrieb nun der Dorfschulze an Frau Lassar folgenden Brief. Hallo Frau Lassar, WC ist vorhanden, liegt 1,5 Stunden vom Ort entfernt, inmitten eines schönen Waldes. Schon der herrlichen Lage wegen ist WC sehr zu empfehlen. Geöffnet ist WC montags und donnerstags. Für diejenigen, die nicht bis Sonntag warten können, empfiehlt sie schon eine 1/2 Stunde dort vorher einzutreffen, weil der Andrang sehr groß ist. Doch brauchen Sie, gnädige Frau, keine Sorgen zu machen, denn es sind 60 Sitzplätze vorhanden. Auch für Stehplätze ist gesorgt. Die Fremden sitzen auf einer Galerie und können die Vorgänge gut überblicken. Bei schönem Wetter findet das Ganze im Freien statt.
Sonntags empfiehlt sich die Sache ganz besonders. Da wird von allen Orgeln Begleitung durchgeführt. Die Akustik ist ausgezeichnet und man kann die Töne 100 Meter weit hören. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, mit freundlichen Grüßen, Ihr Dorfschulze. Vielen Dank, liebe Hildegard Lazar. Wir sehen uns wieder. Versprochen? Okay. Vielen Dank, Hildegard Lazar. Ja. Wir kommen zwar noch nicht ganz zum Ende unserer Veranstaltung bis 18 Uhr, aber so langsam die Zeit ist fortgeschritten. Die Festtage kommen. Morgen ist Vatertag. Bekannter von mir ist deswegen auch mal zum Arzt gegangen letzte Woche. Doktor hat ein ernstes Gesicht gemacht und hat zu ihm gesagt: Alkohol verkürzt das Leben. Ja, hat der Mann gesagt, da kann ich Ihnen vollkommen recht geben. Das stimmt absolut. Nirgendwo vergeht die Zeit schneller als beim Trinken. Das ist ja auch wahr. So, wir hatten einen bunten Nachmittag. Der nächste zweite Mittwoch im Monat Juni, ist das der 13.? Kann das sein? Macht doch nichts, oder? Ist, glaube ich, der 13. 13. Juni. Also in jedem Fall der zweite Mittwoch im Monat treffen wir uns hier zu neuen Späßen und zum Tanz. Heute Nachmittag unterhielten wir Sie mit der Sängerin Rena, die am 18. Juni auf der Seebühne auftritt, mit der Edith Borro, die uns ein eigenes Stück vorgestellt hat, und mit der wunderbaren Humoristin, darf ich sagen, Comedian, unserer Hildegard Lazar. Dann das großartige Mundharmonika-Spiel war von Dieter, und Leas Musik gibt es jetzt noch bis 18 Uhr. Ich würde sagen, für alle Mitwirkenden einen riesen Applaus zusammen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderbaren Ausklang der Veranstaltung mit unserem Lea. Sage auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.